Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Joel und in diesem Video zeige ich euch, wie man im Vectornator ein Logo im goldenen Schnitt erstellt. Ein kleines Geschenk noch am Rande, und zwar, ich habe ein Iconset mit 100 Basic Icons kreiert. Dieses möchte ich euch schenken. Ihr könnt dieses Iconset kommerziell benutzen für eure Designprojekte. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es euch in meinen Newsletter anzumelden. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. So, ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt mal in Vectornator rein und ich zeige euch, wie es geht. So, wir sind jetzt hier in Vectornator und zuallererst klicken wir oben rechts auf das Plus und legen ein neues Dokument an, in dem Fall auf eigene und aktueller Bildschirm. Wir haben jetzt einmal ein Dokument erstellt, was dementsprechend der Größe des Bildschirms entspricht. Und um jetzt wirklich ein Logo im goldenen Schnitt zu erschaffen, müssen wir erstmal ein Grid erstellen, was im goldenen Schnitt ist. Dafür wähle ich jetzt auf der linken Seite einmal das Rechteck auf und ziehe proportional, indem ich wirklich auf den Bildschirm mit einem weiteren Finger tippe, dieses Rechteck auf. Ich werde jetzt die Fläche einmal ausstellen und dementsprechend die Kontur ungefähr so auf einen Punkt bringen. Und diese Fläche werde ich jetzt einmal duplizieren. Dafür klicke ich hier links einmal auf Duplizieren und ziehe es einmal hier runter. Stell das Ganze wieder aus und werde das jetzt hier bündig an diese Ecke ausrichten. Aktuell ist bei mir noch nicht die intelligente Hilfslinie angestellt. Deswegen gehe ich hier rechts oben auf diese drei Punkte und gehe auf dynamische Hilfslinien. Das habe ich jetzt einmal angewählt. Und wenn ich das jetzt hier hochziehe, sehen wir, dass hier sogenannte Hilfslinien kommen. Ja, dass das eine Rechteck wirklich perfekt an dem anderen Rechteck anliegt. So, wir haben jetzt wirklich diese zwei Rechtecke. Und an der äußersten Kante des ersten Rechtecks werde ich wieder proportional ein weiteres Rechteck aufziehen. Und dementsprechend haben wir jetzt wirklich dieses eine Rechteck zu diesem anderen Rechteck im goldenen Schnitt erstellt. Diesen Prozess wiederhole ich jetzt mehrmals. Dafür drehe ich das Ganze einmal, mache das ein bisschen kleiner. Wichtig ist beim Skalieren wirklich immer diesen anderen Finger drauf zu lassen auf dem Bildschirm, weil sonst skaliert sich das nicht proportional. Das Ganze wird wieder einmal gedreht, ein bisschen kleiner skaliert, wieder ausgewählt, gedreht, kleiner skaliert und dann wieder an der rechten Seite proportional aufgezogen. Das Ganze mache ich jetzt noch einmal und dann werde ich das Ganze noch mal ein bisschen kleiner skalieren und hier links hin platzieren. So, mit diesen Rechtecken können wir natürlich jetzt noch nicht irgendwie perfekten Logo nachbilden. Viel einfacher geht das, wenn man bestimmte Kreise hat im goldenen Schnitt. Und dementsprechend werde ich jetzt in diese Rechtecke Kreise einzeichnen, damit ich das nachher dann auch optimal machen kann. Dafür wähle ich jetzt wieder auf der linken Seite die Form aus, gehe auf Kreis und ziehe jetzt hier proportional in diesem einen Rechteck den Kreis auf. Das Ganze mache ich dann auch nochmal bei den anderen Rechtecken. So, noch das letzte. Und dann haben wir wirklich diese Kreise bestimmt, die zueinander im goldenen Schnitt stehen. Die ganzen Kreise werde ich jetzt einmal wirklich aus diesen Rechtecken rausziehen. Die Rechtecke können wir jetzt löschen. Einmal wähle ich wirklich alle Kreise aus, gehe dann hier auf den Pinsel oben rechts und dann bei Anordnung einmal hier auf das und einmal auf das. So haben wir jetzt gesehen, dass sich wirklich diese Kreise perfekt zentriert haben und das Ganze sieht auch mal wirklich wieder ein bisschen ordentlicher aus. Dann haben wir jetzt wirklich die Vorarbeit geleistet und wir können jetzt auch die Skizze einfügen, die wir jetzt auch wirklich nachbilden wollen. So, ich habe natürlich schon mal Vorarbeit geleistet und eine Schildkröte skizziert. Diese Schildkrötenskizze könnt ihr natürlich auch verwenden. Ihr könnt gerne gleich einfach mal einen Screenshot machen und das dementsprechend dann bei euch einfügen. Dafür gehe ich jetzt hier rechts einmal auf das Plus und füge das Bild ein. So, wir haben es eingefügt und können das Ganze jetzt einmal wirklich drehen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal noch ein bisschen kleiner. Wir sehen jetzt allerdings, dass die eine Ebene noch drüber liegt. Ich werde jetzt eine neue Ebene aufziehen. So, ich werde die Kreise einmal eine Ebene nach oben ziehen in die zweite Ebene. Ja, so liegt in der ersten Ebene jetzt die Skizze. Diese Skizze werde ich jetzt von der Transparenz noch ein bisschen runterziehen und dann auf das Schlosssymbol klicken. Wenn ich jetzt auf das Schlosssymbol geklickt habe, kann ich diese Skizze im Nachhinein nicht mehr verrücken. Das ist natürlich sehr hilfreich, weil im Designprozess kommt man natürlich mal schnell an die Skizze und wenn das dann verrückt ist, ist das natürlich nicht immer so geil. Ja, nachdem wir das jetzt wirklich erledigt haben, können wir jetzt auch wirklich mit dem eigentlichen Designprozess beginnen. Dafür wähle ich jetzt einmal diese Kreise aus
und werde die jetzt hier einmal über diese Schildkröte legen. Wir müssen uns jetzt den größten Kreis einmal raussuchen von der Schildkröte. Ich würde sagen, das ist jetzt der Panzer von oben. Und dementsprechend werde ich jetzt die Kreise so skalieren, dass der äußerste Kreis wirklich perfekt oder fast perfekt an dem Schildkrötenpanzer anliegt. Ungefähr so. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Kreise bestimmt und können jetzt hier einfach mal hiervon ein Duplikat erstellen und dieses Duplikat jetzt hier an der Schildkröte ausrichten. Ungefähr so. So, und jetzt versuchen wir einfach wirklich nach und nach die einzelnen Elemente der Schildkröte mit diesen Kreisen nachbilden. Dafür dupliziere ich dann halt wirklich die einzelnen Kreise und richte die wirklich hier einfach aus. Manche Kreise werden natürlich nicht perfekt an der Skizze anliegen, weil wir haben ja die Skizze auch nicht perfekt im goldenen Schnitt skizziert. Deswegen machen wir ja auch diesen Prozess, deswegen da auf jeden Fall nicht wundern. So, wir haben das jetzt hier so einmal definiert und jetzt können wir wirklich einfach mal alle Kreise auswählen und dann links unten einmal auf dieses Shape Builder Tool gehen und jetzt können wir auf das Minus klicken und erstmal alle Kreise, sagen wir mal, vernichten, die wir jetzt wirklich auch nicht brauchen. Man kann natürlich auch direkt loslegen, um die Form zu erstellen. Für mich ist es übersichtlicher, wenn ich erstmal alle Kreise abziehe, die ich jetzt auch wirklich nicht brauche. Und dann gehe ich hier mal auf das Plus und definiere jetzt wirklich jeden Shape, den ich halt haben möchte. So, nachdem wir jetzt wirklich alle Objekte fertig illustriert haben, können wir dementsprechend jetzt einfach mal alle auswählen und jetzt hier einmal bei Konturen die Kontur abwählen und einmal die Fläche anwählen. So, das ist jetzt wirklich unser fertiger Shape. Wir werden jetzt einmal jetzt hier wirklich diese Skizze ausstellen, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir können jetzt zum Beispiel hier in dieser Fläche einfach mal einen Farbverlauf einzeichnen. So, dementsprechend definiere ich jetzt hier einmal wirklich die einzelnen Elemente. Ja, ich habe hier schon mal so einen Gradient vordefiniert, den habe ich jetzt einfach mal hier drauf angewendet. Wir können jetzt natürlich hier noch ein bisschen rumspielen. Hier der Gradient gefällt mir auch noch nicht hundertprozentig, deswegen passe ich den ganzen hier nochmal an. Ja, wir haben jetzt hier wirklich diese Schildkröte einmal im goldenen Schnitt nachgebildet. Genau, man kann da jetzt natürlich noch weiter dran rumspielen, auch mit den Gradients so ein bisschen, dass das dann einem noch gefällt. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einfach mal einen Einblick geben, wie man wirklich ein Logo im goldenen Schnitt mit Kreisen erstellt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch gerne Feedback da lassen, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr noch vielleicht zu anderen Themen Tutorials haben möchtet. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.